Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Jo, ich hatte noch einen Traffic-Mod vergessen, den habe ich reingebaut. Ich habe jetzt noch wieder, für den AI-Traffic. Jetzt habe ich noch einen Mod für die Traffic-Density eingebaut, habe den mal auf High gestellt. Mal gucken, was uns erwartet. Und wir fahren jetzt unsere ersten Weihnachtsgeschenke spazieren. Vielleicht hätten wir vorher pennen sollen, aber gut. So, was wir eben mal gucken müssen. Genau, das ist alles okay. Könnte eventuell den Fahrersitz noch ein bisschen einstellen, dass man besser in die Spiegel gucken kann. Da vorne müssen wir raus. Und wir haben, was haben wir gesagt? Wir haben Weihnachtsschokolade, glaube ich, hinten drin. Und das zählt hier zu einer Questreihe, die wir machen müssen. Ich glaube, insgesamt 12 Frachten oder sowas, wo es um weihnachtliche Geschichten geht. Den ersten Trailer haben wir hinten dran. Schick ist er. Hier in seiner Lackierung. Könnte natürlich mit unserem auch mal in die Lackiererei fahren und für diese Weihnachtstouren mal eine Weihnachtslackierung aufbringen. Das wäre, hätte doch auch mal was. Darf ich? Natürlich nicht. Aber jetzt. So. Wenn das mit den FPS nicht hinhaut bei viel Traffic, dann machen wir weniger. Boah, zu viel Verkehr ist ja auch nicht gut, ne? Bin immer so ein bisschen irritiert, wenn ich die Kamera wieder zurückschalte. Hier sieht das ja noch alles harmlos aus, aber es hakt ein bisschen, ne? Und was wir beobachten müssen, die Klötzchen unter den Trailern, die ich eben gesehen habe, welche das sind, ob das Penguins sind oder... Weil das Problem hatte ich mit dem Mod schon öfter. Alter! Schild gereicht, wenn man das sieht. So, 484 Kilometer. Da werden wir ja zwei Folgen von machen. Das werden wir jetzt nicht in einer fahren. Und wie gesagt, hier müssen wir uns wirklich angucken, auch mit den Rucklern, wie das ausschaut. Ob ich da den Verkehr noch ein bisschen runterstellen muss. So, nicht wieder zu schnell ran, sonst rutschen wir wieder über die rote Ampel. Muss nicht sein. Wir wollen ja unsere weihnachtlichen Geschichten hier heil ans Ziel bringen. Ich habe überhaupt drauf. Ich habe keine Ahnung. So, ja, ich denke, als nächstes werde ich mal so langsam aber sicher auf ein Lenkrad sparen. Sehen, was ich da hinbekomme. Das Thrustmaster wird doch ein bisschen günstiger, liegt immer noch um die 300 Euro, aber ich denke mal, irgendwie kriegt man das hin. Irgendwie, ich will doch mal langsam was Neues, Schönes haben. Und gut, dies läuft jetzt soweit, aber dieses Gezappel halt, das trägt einen schon auf. Das ist halt nur ein 180 Grad Lenkrad. Und ich denke mal, mit dem neuen Lenkrad kommt dann doch nochmal ein ganz, ganz anderes Spielgefühl auf.
Ja, so alte Männer wie ich, die kriegen dann sowas nicht mehr zu Weihnachten. Ne? Als Kind, ja, auch nicht. 300 Euro, überlegt mal. Ich werde mir das mal zu Gange sparen und dann gucken wir mal, wo das hingeht. Kriegen wir hin. Ist wieder Blaulicht am Start. Aber was ich hier im ETS2 noch nie gesehen habe, sind folgende Fahrzeuge, nämlich einmal Taxen und zum anderen Leichenwagen. Es gibt keine Leichenwagen und keine Taxen. Warum eigentlich nicht? Könnt ihr auch mal eine Fracht transportieren, so 6 Tonnen Särge von Polen nach Deutschland. Dazu Griffe aus China und dann haben wir, schrauben wir das hier zusammen und dann haben wir Made in Germany. Mal einen Bericht gesehen, demnach ist es tatsächlich so. Die Dinger werden wirklich für ein Apfel und ein Ei zusammengekloppt irgendwo in Polen oder Russland oder sonst was. Gehen hier nach Deutschland rüber. Die Griffe kommen aus China. Es wird hier zusammengeschraubt und dann wird das für... Alter, da war ein bisschen glatt. Und wird dann hier für teuer Geld weiterverkloppt. Also die Teile kosten nicht mal die Hälfte von dem, was man bezahlt. Okay, wir haben aber keinen Schaden an unserer wertvollen Weihnachtsfracht angerichtet. Nur ganz leicht die Leitplanken touchiert. Ja, es ist nicht zu unterschätzen. So, dem habe ich jetzt die Hose am Arsch weggefahren. Ich glaube, für die nächste Tour hole ich mir mal wieder einen anderen LKW. Dieser Mercedes ist mir so träge. Gogo-Motor drin, war? Oder der Auspuff ist lose. Oh, hier ist irgendwie Eis auf der Straße. Ich merke es im Lenkrad, das rumpelt. Die Motoren werden angesteuert. Da ist irgendwas auf der Straße. Alter. Was macht der denn auch? Hallo? Achso, es ist eine normale Straße. Ich wollte gerade sagen, was macht der auf der Autobahn? ETS2 grüßt LS19. Oh, da ist eine Straße mit mehr Schnee, aber da dürfen wir nicht rein. Ja, ich denke mal, für eine Folge reicht das hier noch. Ne? Und dann gucken wir mal, ob wir dann wieder eine Weihnachtsfracht bekommen. Könnte mir hier natürlich aufs Dashboard auch mal einen Mini-Weihnachtsbaum stellen. Ne? Unterwegs ein Mähdrescher. Das muss ich mir mal angucken. Alter, die Bremsen. Ist die Feuerwehr am Start? Ich muss mal eben aussteigen. Ach, halt die Goschen.
Hör mal, es ist Weihnachten, aber willst du aufs Maul oder? Leck mich. Ich will mir den angucken hier. Nicht schlecht, aber sein Mähwerk hat er nicht hinten dran. So, wieder einsteigen. Er fährt rüber. Ist okay. Ich wollte es ja sehen. Cool. Mein Gott, was hier so los ist. Theoretisch könnte man ja auch mal nochmal mit dem ETS 2 nochmal ganz neu anfangen und eine Story aufbauen. Irgendwie so, hallo, ich bin der Kurt. Ich bin arbeitslos und ich suche einen Job als LKW-Fahrer. Ich möchte mich gerne selbstständig machen. Da hinten ist eine Werkstatt. Da könnten wir eigentlich mal hinfahren. LKW reparieren. Ich glaube, mit dem Schlafen... Nee, mit dem Schlafen, das riskiere ich einfach mal. Aber wir könnten LKW reparieren und ihm vielleicht mal eine Weihnachtslackierung verpassen. Könnte man vielleicht mal tun. Ja, Motorfehlfunktion. Werkstatt aufrufen. Das machen wir doch. Das ziehen wir jetzt hier direkt durch. Wo wir schon mal eine am Start haben. Hier. So, mal ein bisschen rum. Jetzt soll ich hier gleich entsprechend wieder reinkommen. So, LKW. Genau, wir machen jetzt erstmal den Konfigurator. Das lassen wir alles so. Wir wollten die Lackierung, ne? Genau. Lackierungsarbeiten. Ich habe nämlich, ja, ich habe nämlich eigentlich Weihnachtsgeschichten drin. Aber die sind tatsächlich nicht für diesen hier gedacht. Dann müssen wir uns das Ganze echt beim Scania angucken. Okay, dann können wir das hier erstmal verlassen. Dann machen wir aber die Wartung und lassen das Ganze mal reparieren. So. F4. Ui, ist es noch alles an? Das ist ja mal ein Wunder. Guti! Dann würde ich sagen, fahren wir mal wieder vom Hof runter, setzen unsere Reise fort. Ein paar Minuten, ein, zwei Minuten noch und dann... Und dann mal gucken. Wenn er dann gehen kann, weil noch ist das Bett nicht mal komplett blau. Ich denke mal, da haben wir noch ein bisschen Luft. Du fährst so langsam. Da kommen wir hier dann locker einmal rein und hier auch wieder raus, ohne dass ich dir was zuleide tue. Perfekt. Also es ruckelt ein bisschen, aber dass ich jetzt, wie gesagt, hier mehr Straßenverkehr habe, kann ich jetzt so erstmal nicht feststellen. Alter, die Bremsen. Sag mal, du guckst auch nicht, wo du hinfährst, wa? Hauptsache, ich bin drauf. Siehst doch, dass ich mit meinem Ding da irgendwie rum muss. Führerschein auch im Lotto gewonnen.
Das ist das, was heute fehlt. Egal, ob das auf den Straßen ist oder so, das ist so wirklich diese Rücksichtnahme auf andere. Ganz, ganz wichtiges Thema. Es wird keine Rücksicht genommen. Ich bin der Wichtigste und ich komme vor dir rein. Ganz egal, ob dabei der Lack von meinem Auto drauf geht oder nicht. So sieht es mittlerweile leider aus. Also die deutschen Straßen, das ist auch ein Kampfgebiet. Ich muss den Panzer haben oder sowas. Also Traktoren sind hier unterwegs noch und nöcher, ne? Der fährt ab. Von da kommt nichts. Von daher können wir eigentlich dann durch. Ich glaube, ich war ein bisschen zu weit links. Aber ist ja gut gegangen. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir uns hier irgendwo gleich am Wegesrand platzieren. Folge an dieser Stelle beenden. 350 Kilometer haben wir dann noch, je nachdem wie es läuft, für die nächste Folge. Aber ich sehe schon, da hinten ist ein Parkplatz, den können wir wunderbar nutzen. Und dort dann die heutige Folge beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da, netten Kommentar, keine Beleidigungen. So, hier stellen wir uns jetzt hin. Und hier könnten wir sogar pennen. Das ist ja nice. Okay, Motor abschalten. Ich bedanke mich und sage erstmal ciao, bis morgen. Macht's gut.